Coach. Und das ist mein Videoblog rund um die schönen Themen Dating, Beziehung und Liebe. Und ja, ich muss doch mal sagen, habe ich ganz vergessen, jetzt die letzte Mal, ich habe so richtig geile handgeschriebene Postkarten gekriegt von, glaube ich, jedem oder fast jedem, der bei mir im, ich glaube von jedem, muss man gerade zählen. Ah ne, eine war da nicht da, glaube ich. Ja, von jedem aus diesem Bootcamp und wie geil sie das fanden, habe ich noch nie gekriegt. Also großartigen Dank, du bist ja gemeint ist. Und deswegen haben wir uns entschlossen, wir machen nochmal ein Bootcamp in Berlin. Kann man auch schon mal gucken auf liebeschipp.de und eins in Mono gibt es ja auch noch. Ja, und sonst unbedingt am 28. August, dann machen wir was ganz Neues mal. Mal vorbeischauen auf liebeschipp.de oder hier auf dem Kanal. So, was haben wir denn heute für ein krasses Thema? So, schauen wir mal. So, bin ich jetzt plötzlich Minuspol oder geheilt, also in Anführungsstrichen, beziehungsweise normal? Hallo lieber Christian, vielen Dank für deinen unermüdlichen Einsatz und die vielen tollen Videos und Kurse auf Liebeschipp. Vor einigen Jahren habe ich den Liebeschipp- und Selbstliebekurs bei mir gemacht und dein Buch habe ich auch gelesen. Genau, das habe ich auch schon lange nicht mehr gezeigt. Das ist ja der Liebescode. Oh Gott, hier, Liebeschipp, also der Liebescode. Zeige jetzt auch mal wieder, weil ich jetzt gerade anfange, das zweite Buch zu schreiben. Ich weiß noch gar nicht, wie es heißen wird. Saugeiles Buch wird es heißen. Nein, Spaß. Wird viel persönlicher werden und ich freue mich total auch. Das wird richtig cool. Aber gut, das Liebescode gibt es ja auch noch und so weiter. So, deine Videos verfolge ich nun seit 4 Jahren, du bist ja schon lange dabei und genauso lange arbeite ich schon aktiv an meinem Liebeschip. Zu mir, ich bin Anfang 30, schwierige Kindheit, habe Verlust und Bindungsangst und war immer klassischer Pluspol, inklusive der von dir beschriebenen negativen Seite, wie schnelle Wut, wenn ich etwas nicht bekommen habe. Und teilweise absolut irrationales Verhalten in Bezug auf meine vorherigen Partner. Nun bin ich inzwischen lockerer geworden, auch durch die Arbeit mit deinen Methoden und einer abgeschlossenen Therapie. Yay. Ich bin sehr auf mich selbst fokussiert und gebe Beziehungen nicht mehr den wichtigsten Stellenwert im Leben. Sehr gut. Das hat mir auch schon einige Freundschaften gekostet. Ja, das haben wir am Wochenende auch rauf und runter besprochen. Das ist häufig unvermeidlich. Also, wenn man sich so krass verändert, das passen die Anziehungspunkte einfach nicht mehr. Das kann man auch auf eine Art den Freunden nicht übel nehmen. Das ist einfach so. Ne? Mein Leben ist langsam wirklich nice, geil. Sogar richtig geschrieben mit AI. Ich studiere nochmal, erfülle mir Wünsche, Träume wieder und genieße die Zeit auf diesem Erdball. Perfekt, bin ganz bei mir. Ich war sogar letztes Jahr eine Weile Single. Ja, das ist ja immer wichtig mal. Ne? War vorher immer in Beziehungen. Und auch dieses Jahr habe ich für mich genutzt und hatte es richtig gut. Das hört sich richtig gut an. Richtig gut. Also ist auch so gut, wenn man immer in Beziehung war, mal Single zu sein und das auch genießen zu lernen. Das wird einem so helfen in weiteren Beziehungen. Das entspannt einen richtig viel mehr. So, Ende letzten Jahres habe ich einen Mann kennengelernt. Das erste Mal einer, der vermeintlich ganz normal ist, nicht so problembehaftet wie die Männer, die ich vorher hatte und ich retten wollte. Kein Drama, alles schick. Da dieses Retten viel Zeit braucht und man gedanklich nur um die Beziehung kreist, hat das nicht mehr in mein Leben gepasst und solche Männer kamen und kommen für mich nicht mehr in Frage. Ja, Standards und Dealbreaker, Modul 1, sehr gut. Deswegen war ich total happy, dass ich ihn getroffen hatte und alles so harmonisch und unproblematisch schien. Jetzt habe ich aber, so glaube ich, einen Pluspol. Gut, schauen wir mal weiter. Das erste Mal. Und das Witzige ist, dass er ist wie ich vor einigen Jahren. Ja, das hört sich tatsächlich ein bisschen nach Pluspol an, weil du, also im Vergleich, das ist eine ganz häufige Entwicklung, wenn man dieses Pluspolige, sagen wir mal Co-Abhängige, anfängt aufzulösen, erscheint darunter teilweise so ein Beziehungsfrust, teilweise auch, was Steffi Stahl immer passive Bindungsangst nennt, dass man eben selber eigentlich auch ein bisschen bindungsängstlich ist, hat das nur versteckt, indem man noch bindungsängstlichere Männer gedatet hat. Und das kommt jetzt raus. Das heißt, du hast jetzt neue Anziehungspunkte und damit kann man auch mal einen Pluspol anziehen. Und das ist eigentlich was Gutes, weil das zeigt dir, es ist Bewegung drin. Das ist eine ganz häufige
Station. Ich meine, wir wollen ja auch, der Weg ist ja das Ziel, man muss ja nicht immer irgendwo ankommen, aber das war schon super. Das ist jetzt nicht mehr so krass toxisch. Es ist auch nochmal super gut, finde ich, für die eigene Entwicklung, wenn man mal auf der anderen Seite steht. Das möchte das Universum, glaube ich, oft, dass man mal auf der anderen Seite steht und sieht, ah, so war ich früher. Das gibt einem nochmal einen richtigen Kick häufig, dass man dachte, ey, boah, ja, da geht doch gern weiter auf meinem Weg, sage ich jetzt mal so. Das Witzige ist, dass er wie ich vor einigen Jahren, er ist auch ein paar jünger und stets auffällig bemüht und will mir mal alles abnehmen. Das nervt schon manchmal. Das ist aber oft gar nicht so gemeint. Wenn er zum Beispiel sagt, soll ich für dich das Auto sauber machen gehen? Und ich sage, ja, wäre eine große Hilfe, passiert oft nicht mehr, als dass er es ankündigt. Das kenne ich von mir. Man will den anderen zu jedem Preis unterstützen, aber das schafft ja kein Mensch. Und manchmal hat man eigentlich auch gar keine Lust dazu. Ja, das ist dieses Nice Guy sein, People Pleasing, also immer zu nett sein. Und ja, das sind oft leere Worte, ja, sind es dann auch, ne? Nun streiten wir leider sehr oft in unserer recht frischen 7 Monate Beziehung. Ja, nach 7 Monate, 200 Tage ist ja die berühmte 200-Tage-Grenze, wo die Karten da doch sehr auf dem Tisch liegen meistens. Die Streit laufen immer ähnlich ab, wir diskutieren dann, dann wird er angetriggert und es artet komplett aus. Ich weiß aber nicht, ob ich nicht zu hart bin. Inzwischen bin ich nämlich nicht mehr so überemotional und weine direkt. Oft sage ich einfach, was ich denke. Ja, das ist perfekt. Und kann Dinge auch auf sich beruhen lassen oder verschiebe ein aufgeladenes Gespräch auf einen anderen Zeitpunkt. Perfekt. Oft klappt das ja besser, muss ich auch lernen. Dinge, die ich früher nie gemacht hätte. Ich wollte immer alles direkt ausdiskutieren, um den Frieden wiederherzustellen. Sollte immer alles harmonisch sein, bloß kein Anzeichen von einer möglichen Trennung. Ja, du bist einfach viel cooler geworden. Das ist eine gute Sache. Jetzt ist mein Freund plötzlich so und spiegelt mein altes Verhalten. Ja, so funktioniert das Universum. So, wo war ich jetzt? Hört nicht auf, lässt keine Ruhe und wird sogar ausfallen, hat sich anscheinend nicht mehr unter Kontrolle. Ja, gut. Das ist, also ich will jetzt gar nicht mehr sagen, dass es so typisch pluspolig ist, aber ja, es kann tatsächlich so ein Pluspoligkeit kann dahin ausarten, so auf jeden Fall. Und wie sogar ausfallen, hat sich nicht unter Kontrolle. Er bombardiert mich dann regelrecht, kramt alte Sachen hervor, die er in den Situationen nie angesprochen hat, mir dann aber im Streit vorhält. Ja, gut, das ist jetzt schon so dieses Oversharing, nennt man das, einfach zu viel ansprechen, immer angetriggert sein. Und entschuldigen kann er sich auch nicht, das halte ich für eine Red Flag. Wenn sich Menschen nicht entschuldigen können, das finde ich persönlich unmöglich, mit denen eine Beziehung zu führen. Also, das ist so anstrengend. Da wird immer diskutiert, anstatt dass einfach mal jemand sagt, ja, tut mir leid, war scheiße. Dann ist doch gut. Aber nein, da muss endlos diskutiert werden. War ich nicht, habe ich nicht, bin ich nicht. Und na. Manchmal mag ich echt platzen, aber das würde es nur verschlimmern. Nun ist es einfach, den Finger auf den Partner zu zeigen. Das habe ich jahrelang gemacht und das hat mich nicht wirklich weitergebracht. Ich frage mich nun schon, wie meine Rolle darin ist. Ein Beispiel, er hat eine großartige berufliche Chance erhalten und muss dafür einen Tag weg. Er erzählt total happy davon, sendet mir eine Nachricht mit dem Screenshot der Bestätigung. Der Termin ist an meinem Geburtstag. Ich frage ihn, ob er das macht und dort ist. Er nickt und ist total happy. Ich sage ihm, dass ich mich freue für ihn, aber mir da etwas anderes suchen werde für den Tag. Ja, wenn du das jetzt völlig neutral sagst und nicht so schnippisch, ist alles gut. Er steht immer noch auf dem Schlauch und ich mache ihn darauf aufmerksam, dass es sich um den Tag um meinen Geburtstag handelt. Es ist ihm peinlich, dass er das vergessen hat. Oh, wow. Ja, also ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das ein typischer Pluspol ist. Ist ja auch egal. Sagen wir mal, es ist ein, wenn du es so erlebst. Aber dann ist er. Es gibt ja auch Pluspole, also Menschen, die so pluspolig rüberkommen und auch nicht so empathisch sind und das gibt es ja auch, ne? Da wollte ich auch mal ein Video drüber machen. Das ist auch ein spannendes Phänomen. Also genauso wie es co-abhängige Menschen gibt, die in die Bindungsangst gehen, gibt es meiner Ansicht nach, ja, Menschen, die vielleicht ein bisschen unaufmerksam sind und sind aber im Verhalten eher so ein bisschen plussig, so. Ach, da hätte ich ja schon keinen Bock drauf, ey. Ja, Mann, ey. Nach 7 Monaten sollte er wissen, wann er Geburtstag hat. Ja.
So. Er steht immer noch auf dem Schlauch und ich mache darauf aufmerksam. Ach so, es ist ihm peinlich, dass er es vergessen hat und er fragt, ob wir dann nicht was anderes machen können. Klar, aber ich möchte trotzdem an meinem Geburtstag nicht alleine sein. Ja, ist dein Geburtstag, du kannst machen, was du willst. Wir wollten etwas zusammen machen. Das sage ich alles genau so. Ich freue mich für das tolle Angebot für ihn. Er soll das unbedingt machen. Gut, meine, wenn es jemand den Geburtstag vergisst und sonst alles super läuft, also klar. Aber ich vermute mal, das ist jetzt nur ein Beispiel, nehme ich mal an, so, ne? Das sage ich ihm alles genauso. Ich muss mich trotzdem und ich bin traurig, dass er nicht bei mir bei meinem Geburtstag. Betone es immer wieder, dass das echt okay ist, ist es auch. Und dass wir es nachholen. Dann kippt die Stimmung, er hat ein schlechtes Gewissen und plötzlich redet er auf mich ein und erzählt mir Dinge, die ich nicht gesagt habe. Das ist toxisch. Das ist toxisch. Also ob du das jetzt pluspolig oder minuspolig empfindest, das ist toxisch. Wie gesagt, wenn es jetzt nur ab und zu mal vorkommt, aber offensichtlich verliert die Beziehung ja, was oft nach 200 Tagen ist, jetzt schon so die Stabilität. Und wenn du dir irgendwas unterstellst, was du nicht gesagt hast, ist nicht gut, ne? Ich möchte mit aller Macht das schlechte Gewissen loswerden. Ich stehe in solchen Situationen völlig hilflos da, weil ich nicht weiß, wo jetzt der Fehler lag. Also ich sehe da, so wie du schreibst, sehe ich keinen Fehler bei dir. Ob ich mich falsch verhalte oder ihn anträge, ob ich das jemals ändern kann. Du, wir wollen noch nicht mal andere Leute ändern. Er wollte von mir, dass ich entweder sage, alles ist cool und unterschlage, dass ich mich für ihn freue, aber auch traurig bin, dass wir an dem Tag nicht zusammen sind, oder ihm sage, mach das nicht und bleib bei mir. Ja, aber sorry, ja, du bist du. Und da sind wir schon wieder bei der Kompatibilität, also wie auch immer ihr euch jetzt einordnet oder du ihn einordnest. Das ist ja auch, wenn die Beziehungen so ein bisschen gesünder werden, ist das manchmal auch gar nicht so einfach. Ja. Triggert ihr euch in einer Tour an und kannst du nicht du sein? Und dann ist es vielleicht dann doch nicht die richtige Beziehung, ne? Das ist so ein dolles Schwarz-Weiß-Denken. Ja, also ich finde es auch ganz schön schwarz-weiß, muss ich sagen. Das ist ja auch so ein bisschen die Toxik des Pluspols manchmal, ne? Dieses, also wenn es so unaufgelöst ist, unbewusst ist, dieses total lieb sein und dann kriegt man nicht, was man will und dann verliert man die Fassung und dann ja, hört sich anstrengend an. Ich sehe irgendwie nicht, wie ich mich hätte besser verhalten sollen. Ja, dann vertrau dir doch. Vertrau dir. Ich habe schon mit meiner besten Freundin einen Städtetrip geplant. Ah nee, ich habe wirklich immer gesagt, dass es echt in Ordnung ist und parallel sogar schon mit meiner besten Freundin einen Städtetrip geplant. Ja, es ist sein Problem, wenn er dich nicht sehen will zu seinem Geburtstag. Sein Pech, du hast Spaß. Nun habe ich mich augenscheinlich verändert, nehme mir eine ganz andere Rolle ein, weiß aber nicht, welche das ist. Bin ich jetzt ein Minuspol oder ist das eher normal? Ich finde es normal. Also so wie du schreibst, finde ich es normal. Und mein Partner ist noch zu sehr in seiner Rolle gefangen? Ja, genau. Wie kann man sowas rausziehen und wie kann man das in der Beziehung dann kommunizieren? Du kommunizierst es ja schon. Also Ziel ist immer, das ganz ruhig zu kommunizieren. Und dich nicht ins Boot holen zu lassen mit ihm, mit dieser Wut und was weiß ich. Einfach ganz ruhig da sitzen und wow, jetzt krieg ich schon wieder was unterstellt, was nicht gut ist. Tagebuch schreiben drüber. Standards und Dealbreaker. Immer wieder sagen, ich möchte nicht, dass du so mit mir redest. Ich möchte, dass du mich so nimmst, wie ich bin. Und dann wird es sowieso seinen Weg gehen. Aber du stehst für dich ein und deswegen kippt die Beziehung. Eigentlich ist das genau, was wir wollen, dass man eben nicht ewig drin bleibt, sondern dass man frühzeitiger erkennt, dass es vielleicht einfach nicht passt, ne? Er hat sich noch nie mit diesen Dingen beschäftigt. Wir wollen niemand retten. Ich mag jetzt nicht klugscheißerisch zu ihm sagen, so war ich auch mal, machen die Therapie. Nee, das bringt's auch nicht. Eigentlich soll das ja jeder Mensch für sich selbst rausfinden. Aber da er sich nicht richtig reflektiert und nichts verändert, sehe ich auch nicht, wie das in Zukunft klappen soll. Ist es vielleicht so, dass man bei dieser Arbeit seinen Platz verlässt und vielleicht erstmal nicht richtig weiß, wo und wer man ist? Ja, auf jeden Fall. Ich bin nämlich auch selbst oft überrascht, meine Freunde auch, wie ruhig ich manchmal bin. Ach, ich freue mich so für dich und wie sachlich ich Dinge erklären mag oder wie egal mir Sachen sind. Also, das ist so ein gutes Zeichen. Es ist, ich zweifle nicht an dir. Also, das habe ich auch ganz stark, dass einem Sachen einfach total egal sind und man denkt, ja, entweder ich werde ordentlich behandelt, dann ist gut oder nicht, dann gehe ich weg. Fertig. Ende Gelände, aus die Maus, Schluss mit lustig. Und da ganz cool bei bleiben, das ist so geil, finde ich, wenn man das so schafft, dann so völlig cool zu bleiben.
Weil dann ist deine Spielfläche sauber, dann können die anderen im Eck springen und ich weiß nicht was. Also solange du ruhig und konzentriert bleibst, musst du dir nichts vorwerfen und dann kannst du auch ruhigen Gewissens weitergehen, so, ne? Wie ruhig ich manchmal bin und sachlich ich Dinge erklären mag oder wie egal mir Sachen sind. Wie gesagt, ich will mich gar nicht selbst abfeiern. Ja, yeah, feier dich ruhig mal ab. Ich habe nur das Gefühl, vor der nächsten Höhe zu stehen. Obwohl ich dachte, ich wäre jetzt schon durch mit all diesen Themen. Ja, es ist immer ein bisschen länger, als man denkt, leider. Kommt dann immer nochmal ein Test und nochmal ein Test. Aber das sind ja auch Muster, die sich unter Umständen über Generationen gebildet haben. Also es geht nicht um Zeit. Es darf ruhig dauern. Geht nur darum, weiterzugehen, so, ne? Obwohl ich dachte, ich wäre jetzt schon durch mit all diesen Themen. Ich würde mich total freuen, wenn du mal ein Video zu der Verwandlung machen würdest, wie man mit Pluspolen umgeht. Ja, so wie du es machst. Also, jetzt nicht einfach weggehen oder nicht mehr mit denen reden oder so krass manipulativ bindungsängstlich werden. Nee, einfach klar und deutlich kommunizieren, wer du bist. Denn wenn auch ich selbst mal einer war und viele Muster durchschaue, kann ich damit gar nicht umgehen. Ja, in diesem Sinne habe ich, glaube ich, erklärt, wir werden uns bald wiedersehen.